Are you ready, Boots? Start walking. Werden wir sehen. So, ich werde mir jetzt... Ja, schönen guten Abend, Osmar. Ach ja, Zervi, hallo, schönen guten Abend. Na, Zervi, Jungfrau zum Kind. So ist es. LDMC by Switch Channel to LDMC by Disconnected from H9. Jetzt muss ich mal kurz nur meinen Namen hier eingeben. Oi, okay. LDMC by Join LDMC by Disconnected from H9. So, ich bin die Cam-Schlampe. Ja, ich bin das Cam-Girl. Das passt ja gut. Also, ich bin, also, jetzt sag mal, wen hast denn du da bei dir drüben, Zervi? Ja, also bei mir hier spielt IA58, K und H9. Mhm. Mit so, dem Mosin Bastard von Synergy. Und das war's eigentlich schon, recht übersichtlich. Mhm. Also, und die spielen heute gegen die dritte Abteilung, die zum allerersten Mal da sind, furchtbar aufgeregt sind, mit 18 Mann gekommen sind. FWF ist mit 15 Mann, hat sich angemeldet, wobei bei FWE FTCD noch mit dabei ist. Und dann EOW, STS spielen zusammen. Das war alles noch nicht so ganz gefixt, weil irgendwie die es verpasst haben, sich anzumelden. Ich bitte ja immer, dass jeder Clan sich einzeln anmeldet, also und aus, dass die Leute sich darüber bewusst sein müssen, dass sie dann eventuell nicht mit ihrem Wunschkandidaten-Clan zusammenspielen. Das ist so, das ist halt ein bisschen bitter, aber es ist so. Was heißt bitter? Das sind einfach die Regeln. Das ist ja seit 4 Monaten oder 3 Monaten Clash of Clans schon so, und da haben wir ja 2 pro Monat. Ja, und ich meine, ist auch nicht schlimm, es geht um den Spaß. Von daher, klar, mit den eigenen Leuten wenn wir nicht auseinandergerissen werden, aber schlussendlich, wie dann die Konstellationen sind auf den Seiten, ist ja eigentlich mehr oder weniger egal. Genau, also richtig. Clans miteinander spielen. Genau. Wir spielen ja nicht hier im Turniermodus, wir spielen schon kompetitiv, aber es ging einfach bei der Clash of Clans einfach darum, dass man einfach mal sagt, okay, nur Clans untereinander, munteres Zusammenspielen, natürlich auch ein bisschen Übung für die Clans im eigenen Zusammenspiel, aber auch die Möglichkeit halt mal, die Fähigkeit zu zeigen, ich kann auch mal mit Leuten spielen, mit denen ich sonst nicht so viel zu tun habe. So, Zervi, ich hab bei mir mal die Clan-Chefs erstmal gemutet, solange es noch nicht angelaufen ist. Ich weiß nicht, wie du das machen willst, dass du wenigstens den Koordinationschat mit drin hast. Ja, genau. Ich lausche jetzt gerade mal, was sie so besprechen. Ich kann nicht fahren, Jungs. Ja, Strategien jetzt gerade fahren. Ich sehe ja schon, also gut, die Marker siehst du ja auch. Gabokai Nikolao, Nikola wird direkt gerusht werden. Ja. Unserer Seite aus. Also von den Briten. Die wollen direkt auf Nikola anscheinend vorpushen. Na, die mag. Genau. Ja, Nikola Train Tunnel. Ja, stimmt, sehe ich, ja. LDMC by Joint H9. Gut, die wissen jetzt natürlich noch nicht, was es für Karten sind. Wir sehen jetzt auch nur die möglichen Karten. Ja. Also möglichen Flaggen, besser gesagt. Möglichen Flaggen, genau. Genau. Wird natürlich dann jetzt der Rush auf Tunnel, was jetzt die Briten gar nicht im Visier haben, oder halt Nikola. Da wird natürlich interessant sein, welche LDMC by Switch Channel to H9 Training Public Affairs on H9. Die Kacke greifen, ne? Ja. Je nachdem. Das kann durchaus passieren. Sonst ein Fahrzeug. Wie sieht's denn eigentlich aus? LDMC by Disconnected Message Received. Auf jeden Fall. Von Dell haben wir es. Ja. Wir haben hier auch BMP. Den BMP haben wir nicht. BMP, genau, haben wir auch aufhalten sollen. So, es geht los, Zervi. Boah, jetzt höre ich dich überhaupt nicht mehr. Motoren rattern hier, hier geht's los. Die Fahrzeuge verlassen die Main. Ja, Geschwindigkeit ist alles, ne? Ich denke, wichtig bei 21, die gleich Treffen verlegen. Ja. Okay, ich sehe, Logi setzt sich von den Briten doch auch Richtung Tunnel anscheinend, also zumindest in den Westen macht sich ein Logi auf. Ja, bei uns siehst du ja auch, der Logi scheint sich auch schon auf den Weg zu machen hier. Fährt schon Richtung, zusammen mit einem Kettenfahrzeug. Weiß ich kenne diese ganzen Millionenbezeichnungen alle nicht.
Aber ich vermute mal, bei uns wird die erste FOB auf Nikola gebaut werden. Ihr geht zu Train Tunnel. Da sehe ich jetzt im Moment bei mir keine Markierungen. Da gehen aber zwei gepanzerte Kettenfahrzeuge in die Richtung. Ja, muss man dann eben sehen. Die erste Flagge bei uns ist in jedem Fall, oder auf der Seite, auf der ich aufnehme, ist bei Benki. Da wird jetzt am Anfang noch nicht so dramatisch viel passieren, vermute ich. Ah, okay, da hat jetzt aber die britische Seite sozusagen einen Vorteil. Die fangen schon an, die aus der Flagge zu campen. Das ist Lumberyard. Fangen jetzt schon an. Ja. Da haben sie den Bastard rausgeschmissen. Auf den man halt am meisten verzichten kann, ne? Der Ja. Ach ja, ich wurde übrigens noch gebeten, Sammy, vielleicht kannst du das auch aktivieren, dass wir die Cap-Zonen, die aktuellen Cap-Zonen zeigen. Ich glaube, das geht über die 6, ja, genau. Ja, genau. Da werden dann zwar alle anderen von allen anderen Flaggen auch mit angezeigt, sehe ich gerade, aber egal. Na gut, das stört ja nicht weiter. Nö, das stört auch nicht. Ich habe auch Relativiert sich die irgendwie, weil es durchsichtigen durchgeguckt ist. Texturen, die Texturendurchsicht mit 7 habe ich auch deaktiviert. Ja. Na, sieht man einen schönen Dom oben drüber. Also wir sehen jetzt hier schon, ich bleibe noch in der Map-Ansicht, weil noch passiert ja actiontechnisch noch nicht so extrem viel. Beim Blick auf die Karte sieht man ganz gut, mein Team hat sich ziemlich in die Breite aufgestellt. Ganz im Westen ziehen die beiden gepanzerten Fahrzeuge nach vorne. Auf Nikola wird bereits eine FOB gebaut. Und die erste Flagge wird gekappt bei mir von Squad 6. Nikola macht man sich schon breit. Und dann Squad 2 geht hier mehr oder weniger in die Mitte. Nikola, ja, ist in jedem Fall, denke ich, ist man immer gut beraten, Nikola. Genau wie Gabukai. Ist das ja zentral, genau. Sehr zentral, so oder so gut gelegen auf der Map. So, genau richtig. Dass selbst wenn es die Flagge nicht wäre, man zumindest nicht weitert. Aha, jetzt sehe ich schon, hier oben kommt schon Squad 5, die ziehen schon von oben auf Nikola. Lumberyard ist jetzt genommen worden. Ah, es gibt sich aber nicht viel, weil ich glaube, Babenki wird auch gleich da sein. Nee, vielen nimmt sich das nicht. Es ist auch bekannt, genau, Coal Mine wird jetzt angefangen mit Captain, das ist bei uns die zweite. Ja, das können natürlich die von meiner Seite noch nicht sagen. FEF hat sich jetzt schon hier in Stellung gebracht auf Nikola. Haben hier schon eine FOB gesetzt, eine zurückgezogene FOB, was klug ist, weil das ein Punkt ist, wo man durch deren breite Linie nicht unbedingt durchkommt. Man sieht sehr schön auf der Map, wir kriegen hier wirklich einen guten Clash of Clans, weil hier wirklich die Fronten schon aufeinanderstoßen. Ja, die hier sind auch die aus den Feindrichtungen anscheinend. Ja. Wort 5 von den Briten wurde entdeckt. Ja, dann fliege ich mal rüber nach Karakul. Karakul ist vollkommen. Ja, da wurde von der dritten Abteilung schon jemand auseinandergenommen. So, jetzt ist Babenki gefallen und jetzt ist auch klar, dass die nächste Flagge Outpost ist, wo schon jemand steht mit einem Logi bei meinem Team. Oben bei Tunnel gibt es ein heftiges Fahrzeugkampf hier, das. Was haben wir denn da? Hier. Das ist hier wirklich Fahrzeuge, die einfach nur aufeinandertreffen, während wir in der Mitte der Karte jetzt wirklich tatsächlich einfach, ja, eine klare Front haben von Infanterie Ja. auf beiden Seiten. Oh, da ist Heinz schon gefallen hier. Liegt hier mitten auf der Straße. Wird natürlich hier von überall gesehen. Ja, suboptimale Position, aber was soll er machen? Er muss ja irgendwie gucken, dass er da mal ein bisschen scoutet. Oh, sauberer Schuss. Sehr schön. Wir haben hier schon ein BMP, der hier oben auf der Russenseite gefallen ist. Der andere wurde jetzt schon getrackt. Ich vermute mal, dass das ein AT-Schuss war. Ja, ein sehr schöner AT-Schuss tatsächlich. Ich habe den Einschlag gesehen, von dem Einschlag. Ja. Ja, der andere BMP ist hier wohl noch am Kämpfen, schießt hier auch kräftig, hat wohl auch die Feindbewegung auf Tunnel ausgemacht. Man hat auf Tunnel sich jetzt auf deiner Seite wohl nicht entschieden für eine FOB. Also die BMP hier oben, ja, bisher nicht wirklich erfolgreich. Einer schon ausgeschaltet, der zweite ist echt in einer brenzlichen Situation. Also der ist da halt getrackt und ja, alle Geier natürlich auf ihn. Ja. Aussteigen ist bei sowas halt auch immer ganz schwierig, weil man wird da echt ganz schnell weggeknipst. Und da steht das Ding halt rum, ne? Ja.
Ja, oder ist kaputt. Ja. Ich sehe gerade, bei dir zieht sich ein 30er zurück. Was ist denn mit dem anderen 30er, Zelly? Der steht da ein bisschen nordöstlich von dir. Steht da auf der Straße rum. Ist der gehittet oder? Nee, das ist ein Marker. Ach, das ist nur ein Marker. Okay, gut. Ja, das sieht man so schlecht bei der roten Farbe. Würde ich mir auch wünschen, dass die Marker irgendwie eine andere Farbe hätten, beziehungsweise das rote Team. Oh, noch ein AT-Treffer, der zweite BMP. Glaubt, der macht nicht mehr lange. Er wird hier wirklich umkreist von Infanterie und alle jagen ihn. Ja, Er ist Outpost. halt getrackt, ne? Was will Ja, man machen? gut, was willst du machen? Also Outpost ist genommen. Ich sehe jetzt nicht ganz klar, wo die nächste Sauber. Flagge ist. Beide BMP down. Wird er von der These her umzingelt und gejagt, kann man hier sagen. Wer hat den Gnadentreffer gemacht? Das war der Nemera von AK. Sauber. Schöne Arbeit. Ja, wobei man hier natürlich auch deutlich sieht, dass die Engländer, und sind wir es mal ehrlich, Zervi, einfach von der Bewaffnung im Vorteil sind. Das ist richtig. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ah, Gabukai ist schon die nächste Flagge für beide. Das scheint wohl die zentrale Flagge zu sein. Das heißt, um Gabukai geht's jetzt. Nikola ist überhaupt nichts los in der Haus. Ja, stimmt. Aber ist im Endeffekt auch eine gute Ausgangsposition jetzt für die Russen natürlich trotzdem, um Gabuka anzugreifen. Also die FOB ist ja so oder so Ja, gut. ja. Wobei, wir müssen auch hierzu sagen, natürlich, wir kennen ja Was? beide die Map sehr, sehr gut und wir wissen ja, dass sowohl Gabukai als auch Nikola mit dieser krassen Kessellage mit außenrum eigentlich, ja, wirklich Kessellage, man kann es gar nicht anders beschreiben, eigentlich Garantie für heftige Hin- und Herkämpfe sind. Das stimmt ja. Gabuka ist jetzt genommen, wie man sieht auf der Map. Jetzt ist eigentlich. Und jetzt guckt ihr mal die Verteilung von der Map an. Eigentlich steht jetzt. Steht eigentlich mein Team. Jetzt eigentlich optimal für das Zurückhalten von Outpost. Wenn du es dir mal genau anschaust. Die Das können stimmt ja. eigentlich Outpost optimal zurückhalten. Sie sind da aufgehalten. Kann eigentlich jetzt nur noch passieren, dass sie vielleicht auf der Westseite flankiert werden. Da steht ja auch bei dir schon Squad 5 und Squad 6 bereit. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also die, ja, so harte Fronten treffen gerade nicht aufeinander. Die laufen mehr oder weniger gerade aneinander vorbei. Mehr oder weniger. Squad 5 fährt hier nämlich in die Flanke auf Nikola. Und wenn das eventuell jetzt wirklich blöde läuft für die Russen, könnten die natürlich hinterm Arsch ihre FOB verlieren, ne? Das ist richtig. Wenn da von AK und IR-58 klug umlaufen wird, dann könnte das ganz schnell in die Hose gehen. Das ist nämlich deren einzige FOB, die sie da im direkten Mittelfeld haben. Ja, guck. Servi, das sieht nach Aufdeckung aus, der FOB. Ja. Ziemlich zielstrebig gut, klar. Man Ja, und vermutet schon das ja gefunden. auch. Oh, und schon disabled. Guck mal, guck mal, guck mal. So schnell geht's ja. Ja. Ja, ist klar. Nikolai ist halt von Russenseite her halt sehr zentral, sehr gut gelegen, aber halt auch sehr offensichtlich, ne? Da baut man halt einfach. Und ist wesentlich größer als der Kessel von Gabukai drüben, also Nikola, weil und dadurch natürlich auch schwieriger zu halten. Du wirst, man kennt das doch selber. Wenn man da drinne ganz einfach einmal gefangen ist, zu sagen, kann nicht mehr rauspushen, wird man ja von allen Seiten geschossen, ne? Aber guck mal, was da passiert. Schau mal, was die Militia hier für was die hier für einen Druck machen jetzt auf Gabukai. Und haben sich jetzt hier schon im Süden von Gabukai positioniert. Ja. Oben Sieht auch auf sehr der gut aus. Hügelkette neben den Kessel unter Beschuss. Die müssen da eben auch schon mal rein, ne? Weil die haben halt gleich keine FOB mehr. Die Feinde können natürlich auf Gabukai noch reinspawnen ohne Ende. Die haben ihre FOB. Die müssen jetzt eben halt wirklich mit diesem massiven Druck, den sie da aufbauen, mit dieser Ja, Linie, ja. eben halt auch rein, jetzt Und wirklich müssten reindrücken. jetzt, sie müssten jetzt komplett einfach auf Kommando da reindrücken. So viele sind Ja. da nicht in Gabukai. Das können die Nee, nicht deswegen. halten. Wenn die da alle komplett einfach reinrushen, so viel können die gar nicht töten. Das stimmt ja. Aber was man halt auch sieht, die haben ja schon einige Verluste, die Russen, auf den Hügel erlitten. Weil klar, dann natürlich runter zu pushen, da ist man offen.
Das ist so. Und wenn da auch wenige Schützen drinnen hocken, da unten in den Gebäuden, die können dir aber halt wirklich deine Squads auseinandernehmen, ne? Ja gut, aber wie viel haben wir da drin? Du rufst 1, 2, Join 3, 4, H9. 5, 6 Leute haben wir da drin. 7 Leute haben wir da drin. Pah. Das ist nicht viel, ja. Aber jetzt sieht man auch, die Russen, die machen langsam eine Bewegung nach unten, pushen den Hügel runter. Ja. Haben wir aber schon mehr Herausforderungen. Mal gucken. Das ist jetzt gut. Ja, und was jetzt eigentlich passieren müsste, ist jetzt, dass auf der Nordwestseite eigentlich der FWF-Spot eigentlich da auch reinpushen müsste. Ja. Hier oben Ja. diese drei, Du vier rufst Switch Leute Channel to Member Squad 1 on H9. müssten eigentlich jetzt da reingehen. Ja, generell halt, ne? Dieses so Angriff von mehreren Flanken, weil jetzt sieht man ja mal schon, die haben zwar eine kleine Front, die Russen, aber sie greifen halt doch relativ, auch wenn breit gefächert, auch in Zaghaft. eine Richtung was an. Ja, Unzaghaft, ja. zaghaft, unzaghaft. Ja, auf jeden Fall. Und die haben hier Verluste ohne Ende. Gibt es mal südlich an ihrer FOB schon Verluste? Squad 4 von den Russen pusht auf die FOB schon zu. Von den Russen im Süden. Und man sieht halt überall Ausfälle, die Russen, ne? Überall, schon an der FOB. Auf dem Bergkamm, die kommen nicht wirklich durch. Und das mit einem Überhang von vier Spielern. Ja. Hier der Möbling zum Beispiel ist schon direkt neben der Feindhappe im Süden. Ja. Ja, aber Möbling ist getötet. Ja, Möbling lebt noch. Hat das wohl schon Ist aufgeklärt? bei der FOP hier schon außen vom. Ah, hier wird kommuniziert. Möbling Hast du ist an der kaputt, FOP. ne? Ja, Oh, hast du kaputt, ja, ne? Bastard ist gefallen. Das war ein harter Frage. Schuss. Wissen Sie noch vom Möbling? Das ist die Frage, ne? Ja, gut. Wir haben gerade genadet, oder? Möbling bewegt sich draußen. momentan. Lassen Möbling wir hier schießt. Geht Das doch mal ist mit ein... Ja, Panik in der FOP. Ja, ja, Möbling. Da kannst du nichts machen. Da ist ein Fahrzeug und da ist. Oh nee, aber jetzt hier kommt Bradley Unterstützung. Beziehungsweise Warrior Unterstützung. Oh, ja. Und oh, haut der rein. Lecker. Oh my fucking God. Ja, oh, der snackt hier. Er sagt hier, ist zwar noch nicht Mitternacht, aber ich fange trotzdem mal an zu snacken. Oh, oh, oh. Das ist natürlich eine unangenehme Situation. Das, großartig drumherum ja, die FOP ist im Moment wertlos. Ja, absolut. Also sie ist eigentlich nur, ja, ein Kram. Ja, und braucht auch keiner Spawn. Ah, jetzt sieht man hier schon, sehr, sehr schöne Pixel kommt jetzt auch hier ran als Infanterist. Schöne Kombination Infanterie. Da muss ich mir doch gleich mal überlegen, was wir für eine Map als Rückrunde nehmen. Denn wir spielen ja bei der CNC niemals die gleiche Map. Das stimmt ja. Aha, jetzt gucken wir aber hier drüben. Gabokai, trotz jetzt dieser FOB, die da unter Druck gesetzt wird, hat es jetzt doch FEF und SDS geschafft, innerhalb der Cap-Zone zumindest zu kommen. Man sieht es ja so schön hier an den Bögen, die hier mit eingezeichnet sind. Ja. Aber es ist noch gar nichts entschieden. Es ist halt, die haben halt ein Problem natürlich, Russen spawnmäßig, ne? Die haben halt ihre Rallyes, eine FOB haben sie nicht mehr. Müssen sich jetzt hier in Gabokai durchsetzen und es ist, sag ich mal, vom Verhältnis her Message received. Gleich würde ich schätzen. Oh, ja, rechts definitiv. Rechts scheint clear. Ja. Aber die Briten können, haben Oh, den habe ich nicht gesehen. Und können halt fröhlich reinspawnen. Tja, ich schau mal, ob er kommt. Ja. Das ist natürlich ein extrem, ja, Verteidigerbonus natürlich. Ach, Dorok fragt mich gerade, ob noch Platz ist. Ich glaube schon, denn wir haben ja einen ganz klaren Überhang. Ich gehe mal kurz rauf und sag denen Bescheid. Ja, Dorok, lass dir den Zugang geben, es ist noch Platz. Die haben, Gegner haben eh Überhang. Okay. You switch to Chanel so. Generals Office on H9. Ja, man sieht jetzt schön, Squad alles, 6 nicht und Squad 3 kreisen jetzt Gabokai an von den Russen. Schön aus zwei verschiedenen Richtungen. Einmal Nordwesten und einmal Südosten. Ja. Ja, es sieht auf der Map wie ein Riesenkuddelmuddel aus im Moment bei Gabokai. Also das, das ist, glaube ich, großes Chaos, gerade auf beiden Seiten. Aber die Briten haben sich durchgesetzt. Sie konnten jetzt alle Russen wieder aus der Cap oder zumindest aus dem Compound entfernen. Ja, und man sieht jetzt. Nö, da laufen werden. Schon noch Gabokai, da laufen auf Gabokai schon noch Russen rum. Aber nicht viel, aber nicht viel. Jetzt wird der Squad 6 aufgerieben unten im Norden. Die haben versucht drauf zu pushen, wurden hier schön von der Seite weggesnackt. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch im Südosten den Hammerfaust und Kavadin. Hier ranpushen. Ja, gut, aber hier ist. Ja.
Kane noch und so, die können natürlich noch aufheben. Ah, kann aber halt, wir hatten da unter Feuer halt genommen. Oh, die Hubble ist sogar disabled. Hammerfaust und Coverdean haben es geschafft, die Hubble zu disablen. Aha. Ich sage, es wissen sie das überhaupt. Ich weiß also, gar nicht, ob überhaupt die Hubble ist. Ich glaube schon, ja. Ja, sie pushen ja auf den Quartierstrebchen ins Gebäude. Gut, es ist halt auch ein Gebäude. Ja, mein Gott, wo soll die sonst sein? Ja. Denken wir mal, ja, aber die Hub ist nicht mehr disabled. Ne, ich glaube, dass da gerade wieder Jungs gespawnt sind. Ja, weil Hammerfaust gefallen ist. Beide sind gefallen, Coverdean auch, jawohl. Ja. Danger Mike hat ja noch schön den Warrior einen Hit gegeben, aber es ist nicht. Ja, und der Warrior ist down. Was ein schöner Schuss. Was ein schöner Schuss von da oben. Sehr schön. Aber das hat sich gleich gerecht. Man wurde gleich getötet für selbige Aktion. Ich glaube, dass das der AT war. Ich glaube, hier hat Lert einfach mal eben schnell einen wunderbaren AT-Hit auf den Warrior gegeben, der dann auch entsprechend geplatzt ist. Ja, den schon mal gehabt, schön vorbeschädigt und dann kommt halt ein Heavy AT und dann machst du es auch schon im Fahrzeug. Ne? Naja, klar, dann, da wirst du geröstet. Ja. Da kannst du dann die Spiegel auf die Motorhaube legen. So ist es. Oh, man sieht jetzt aber hier auch schon, ich muss schauen. Also hier auf Gabokai hat sich relativ beruhigt, der Angriff. Ach, guck mal, Outpost! Genau, in Stocken geraten. Ach nee, Outpost, die FOB ist blockiert gewesen. Ja. Aber sie scheinen es gerettet zu haben. Also FEF scheint es gerettet zu haben. Ist aber noch disabled, also. Ah, ist noch disabled, stimmt, ja. Ich weiß auch nicht, oder ist das nur die Markierung? Nee, das ist. Ist das nur die Markierung? Nee, ist immer noch disabled. Oh, das haben wir ganz übersehen. Vor lauter Gabokai hin und her haben wir das da hinten vollkommen übersehen. Ja, es wurde auch gerade gesagt, Gabokai ist soweit clear. Okay, Squad 3 ist da noch im Angriff, aber im Großen und Ganzen ist die Situation unter Kontrolle. Aber jetzt ist halt echt die Frage, Outpost, das sieht jetzt kritisch aus. Ja, das kann man jetzt verlieren hier. Wobei, hier ist man auch schon schwer gewundet, verwundet. Fenrir ist AK... verwundet und hier außenrum kreist ein Scout-Car, das man auch nicht so schnell loswerden kann. Ja, hab es blockiert. Oh, jetzt, oh, STS, guckt das an. Ganzes Squad pusht da jetzt drauf. Die wissen, die Feinde sind schon innerhalb, sind drin und da kommt der ja, ganze Squad. Aber die Hub wurde weggegraben. Ich glaube, sogar das Radio wurde weggegraben auf Kabuka, auf Outpost. Ja, hier EOW kommt ran. EOW, STS geht hier rüber und fickt hier. Ach, guck dir das mal an. Ja, ist schon wieder passiert. Mann, ich glaube, das ist spannend wie Hölle, das Spiel, Servi. Ich glaube, das ist sogar eine der größten Hin- und Her-Spiele überhaupt, die wir hatten bisher. Hier ist noch einer, Klaus, Süd und Ost. Das ist jetzt nur noch Royal, der ist hier drin. Der macht einen Einsiedler. Ja, aber da wird sich ausgeeinselt haben, ja. Und ja, so ist es schon. Ja, das war Rettung von Outpost. Gerade noch war schon zur Hälfte neutral. Das hätte glatt neutral noch werden können, wenn sie da nicht schnell genug gewesen wären. Definitiv, ja. Und, aber ich meine, man muss sagen, das war ja der erste Angriff. Sie sind reingekommen, sie haben die FOB rausgenommen. Also das war ein erfolgreicher Angriff, muss man sagen. Das, da und zwar schnell, vollkommen unbeobachtet. Haben wir nicht mal mir gemerkt. Nee. Man sieht auch, sie haben ja wirklich ganz in der Nähe jetzt eine Angriffsfob, ne? Also da im Osten. Squad 2 ist jetzt auch schon wieder im Angriff. Ach nee, das sind ja die Russen. Ah, das sieht man. Das ist leider OVI-seitig immer noch nicht schön geregelt, dass man hier die Spiele entsprechend mit Kamera begleiten kann, was ja eigentlich Sinn und Zweck der Admin-Cam ist. Ja, aber im Südwesten von Outpost, da ist eine Angriffsfob, ne? Das ist die von den Briten, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich glaube schon. Im Südwesten da unten? Das ist die Fob von den Briten, ne? Ich glaube auch nicht. Auch nicht? Ah, wurde als Fob feindlich markiert, kann aber von dem oder dem sein. Richtig, das sieht man leider nicht. Ja, leider sieht man das jetzt nicht so genau. Aber hier, Gabokai scheint wieder in festen Griff zu sein. Ich gucke jetzt mal, ob drüben auf deiner Seite... Doruk ist noch mit reingekommen, 37, 41. Jetzt ist es einigermaßen ausgeglichen.
ist tatsächlich eine Triple Top. Ich hab's halt gerade angeguckt, der Spawnbunker ist halt von denen, von den Amis, also vielleicht Treppen. Ja. Im Südwest ist hier eine Angriffskraft. Schräglage, Logi. Ich hab grad hier Logi. Da ist der linke Vorderreifen weggeschossen bei den Briten. Die haben sich hier auf Gabukai wieder eingenistet. Braver Mann, Koro hat den Logi gefahren. Kann er natürlich nicht reparieren als MG-Schütze. Hier sammelt man sich, meldet man sich auf Gabukai wieder. Entschuldigung, wenn ich das Wort entreiße, Zervi. Nur hier geht auch gerade wieder was ab. FEF versucht natürlich wieder von Norden Druck zu machen, haben aber da nur ein Rallye. Ich meine, die Briten haben unten im Süden eine FOB. Das ist natürlich ein geringfügiger Vorteil. Generell, die Logistik, muss man sagen, ist auf Britenseite, ne? Also jetzt in der Verteidigung, die Angreifer hatten keine FOB mehr, sie hatten als Verteidiger eine FOB. Jetzt hier umgekehrt bei Outpost, die Verteidiger haben keine FOB, also die Russen, die Angreifer schon. Also die Logistik ist hier wirklich auf Seiten der Briten aktuell. Absolut, absolut. Und ich würde auch sagen, dass die Briten durchaus bevorzugt sind, was die Waffen betrifft, was die Ausstattung betrifft. Gut, ich werde mir das überlegen in der Pause, welche Map wir zur Rückrunde dann spielen. Müssen wir dann sehen. Aber Outpost ist schon wieder unter Druck, Zervi. Oh, massiv. Also ich schaue mir das ja auch gerade an. Liegestuhl zusammen mit, wie wird denn ausgesprochen? Keine Ahnung, RTBSG. Weiß nicht, wie ausgeschrieben. Es ist vollkommen gleichgültig. Ich habe es bei den meisten Namen hier schon aufgegeben. Verständlich. Aber die beiden haben hier zusammen ordentlich STS und dritte Abteilung hier auf der Defense ordentlich auseinandergenommen. Sind jetzt zwar gefallen, aber haben da wirklich fast den ganzen Squad. Aber zu dritt oder zu viert nur, oder? Ja. Also man sieht halt, mit wenigen Leuten in Angreifern kann man die Verteidiger ganz schön beschäftigen. Ne? Und vor allen Dingen der Druck, das ist ja das Wichtige. Den Druck aufrechterhalten. Ja. Immer wenn da nur zwei oder drei reinlaufen, reicht schon. Dann sind die da beschäftigt. Richtig, ja. Und vor allem, was man da schön gesehen hat, glaube ich, dass sie sogar unterschiedliche Angriffsrichtungen gewählt haben. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du klug verteidigst, bist du als Angreifer immer im Nachteil. Wir wissen es bei dem Spiel, wie spätestens nach der V14 war es so, wer sich hier bewegt, ist einfach im Nachteil. Wird schneller gesehen, wer campt, ist im Vorteil. Ganz klar. Man hat es hier auch schon gesehen, von der Karl Pixel, Captain Mike und der Unknown User haben hier wirklich schön auch östlich von Outpost hier gut Feinde, die Russen, auseinandergenommen. Haben sie schön gemacht gehabt, sehr aufgesplittert gewesen, haben wirklich die Gegner umkreist, also kamen wirklich von allen Seiten, haben die hier in dem kleinen Waldstück einfach mal auseinandergenommen. Also man sieht hier wirklich auch schönes Zusammenspiel von, ich sag mal Fireteams, ne? Das waren jetzt wirklich drei, vier Leute. Ansonsten Outpost, ja, ist halt wirklich, ne? Und bleibt auch wirklich ohne FOB, kriegst du keine Stabilität da rein. Da ist auch nur ein... Squad. Aber irre, gell? So nah an der, schon an der Main eigentlich, vergleichlich. Ja, ja. Ja, und oben wird auf Gabukai kriegt man keinen Griff irgendwie. Also, die Leute vom englischen Team sind hier doch stark vertreten. Hier in den Häusern. Kleiner Kessel, gut zu verteidigen nach allen Richtungen. Ja. Ich sehe aber auch gerade, also die Angriffs-FOB von den Briten hat gerade einen Panzerbesuch bekommen. Der steht vor der Haustür und klopft gewaltig. Aua. Ja, er wird aber nicht reingelassen, glaube ich. Nö, also ist auch zu dick für die kleine FOB. Aber der schießt hier natürlich fröhlich gerade auf die Spawn-Hub, ne? Er kann ja die Spawn-Hub zerstören mit ein paar Schuss. Das wird er auch versuchen. Ja, klar. Ach, es sind sogar zwei Panzer. Es sind sogar beide Panzer, oha. Ja, doch, dann der Asset-Einsatz schon auch wichtig. Aber wir sehen natürlich, hier sind die, jetzt sind inzwischen die Amerikaner gegenüber den, es sind übrigens die Irregular Militia Forces. Aber macht nichts, sind nicht die Russen, aber sie laufen mit russischem Zeug rum. Ah, okay, ja, ich hab's vorhin auch verkehrt gehabt. Hier werden jetzt, sind die Assets natürlich dann schon auch wichtig. Wie setze ich die ein, verliere ich die? Weil immerhin haben die Militia hier 100 Tickets aufzuholen. Guck mal auf den Ticketzähler oben. Das ist
schon ordentlicher Unterschied, ja. Ja. Also ich muss gerade revidieren, das sind nicht beide Panzer, sondern BMP und der T-62, die hier naja, den Angriffshop auseinandergenommen haben, die ist jetzt auch verloren. Also da besteht die wenig Hoffnung mit beiden Fahrzeugen vor der Tür. Da lebt auch nichts mehr und die FOP ist auch schon dasselbe. Dazu. Kann man ja auch nicht sagen. Wie soll man die FOP, die da gelegen ist, sowohl gegen ein Fahrzeug verteidigen, als auch den Angriff auf die Flagge machen? Aber, AK, guck das an. AK hat hier Outpost überrannt. Ist feindfrei und sie cappen jetzt wohl auch schon. Also sie haben hier wirklich komplett überrannt. Hat denn noch der Verteidiger sein Rally? Auch nicht. Der wurde im Norden abgelaufen, aber im Norden ganz close. Aua, 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 aua. Das tut weh. Das wird vor allem FWF weh tun, weil FWF, ich hatte so lustige Listlinge. Ich mag die Jungs ja echt wirklich gerne von FWF. Die haben das echt toll unterstützt, immer die Clash of Clans. Haben sich auch immer sofort wieder für die Neue angemeldet. Aber die hatten ja auch schon gesagt, ja, sie müssen auf jeden Fall spielen. Sie haben ja die letzten 4 oder 6 Maps immer nur gewonnen. Sie haben eine Ehre zu verteidigen, aber diese Ehre bröckelt gerade etwas. Ja, also die wurden hier, man sieht jetzt auch Squad 1 und Squad 2 von der Milizia, die haben ja da ihre Happen. Oh, Squad 3 spawnt jetzt auch, und dann natürlich alles in die Verteidigung. Man sieht, die kommen jetzt von Osten rangepusht, die Verteidiger, von ihrer FOP, die sie da haben, die denen den Prinzip noch nicht bekannt ist. Und versuchen jetzt natürlich Outposts um jeden Preis wieder zurückzuholen, weil das tut weh. Ja, und das, müssen natürlich, ja, sie müssen aber trotzdem gleichzeitig den Druck auf Gabukai weiter aufrechterhalten. Sie müssen an zwei Fronten kämpfen, sonst verlieren die das Ding. Das ist richtig. Oder eben halt jetzt wirklich sogar auf Babenki zurückfallen und dort schon eine Verteidigung aufbauen, weil Ticketbleed. Einser Ticketbleed kommt noch dazu. Das stimmt, das kommt noch dazu. Weil AK ist hier. Lelouch Marcel joined H9. Denk mal, Hans ist jetzt auch schon neutral. Siehst du, Outpost auch schon gefallen? Ja. Aber Outpost kann natürlich auch relativ schnell zurückerobert werden, weil das ist offen. Man hat auch ja, Gebäude stimmt. Und so weiter, aber man wird umzingelt, schnell wieder überrannt. Wenn man rausguckt, kriegt man schnell von den Hügeln, von den Bergen einen Headshot gedrückt. Das ist nicht so einfach zu verteidigen. Ja, aber lass es, ein paar Minuten halten. Sind wieder Tickets weniger für den Gegner. Der Gegner muss einen extremen Ansturm wagen. Aber ich sehe jetzt hier STS, EOW, gehen doch wieder auf Gabukai. Also da ist Gabukai noch nicht aus dem Sinn. Okay. Ja, bei gut, man den hat jetzt, Militias. Man hat jetzt wahrscheinlich das Vertrauen, dass man jetzt mal hier Outpost wieder zurückerobern kann. Aber man sieht jetzt gerade bei Outpost, das ist halt wirklich schön, weil jetzt im Endeffekt ein Spieler, der außerhalb ist, tut dann im Endeffekt die Angreifer hier wirklich von außen schön weg snacken können. Ja. Also, da sieht man Lelouch Marcel, was moved to Chanel Member Squad 1. Immer wieder seine Speer zu haben, die dann eben mal die Gegner, ja, den Angreifer halt flankieren können. Ja, ja. Und du weißt selber, wie schwer das ist, wenn du nur einen kleinen Clan hast oder nur eine kleine Gruppe, dann zusätzlich noch einen Späher zu haben oder einen Spähtrupp, den einzusetzen. Das fordert schon auch viel, viel taktische Einsicht, aber auch eine Kombinationsfähigkeit. Ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung, dass man auch lernt, immer mit unterschiedlichen Partnern eben trotzdem das Spiel wieder in den Griff zu kriegen. Richtig. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt dann am Schluss wieder hören, ja, die sind schuld und der ist schuld und die haben alles falsch gemacht. Lelouch Marcel Disconnected from H9. Definitiv. Es geht ja hier, man kann es eigentlich auch als Training betrachten. Das ist so. Es ist ein Community-Event. Es geht um Spaß und natürlich ist der Training auch immer ein gewisser Aspekt. Man kann ja nur dazulernen. Dumm wird keiner. Aber Zerbi, sag mal, du hast letztes Mal ja als Mitspieler mitgespielt. Wie war denn so dein Eindruck? Jetzt nicht, weil du hier moderierst, sondern generell einfach. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Oh, Outpost ist verloren. Entschuldigung, ja. Kommen ja auch nicht dran. Nee. Die pushen zwar drauf, aber es ist halt momentan nur Angriff von einer Richtung. Und ja, sobald der Verteidiger sich da drauf eingeschossen hat, schwierig. Ja. Schwierig. Da fehlt der Druck irgendwo aus einer anderen Front, aus einer anderen. Ja. Na gut, von Norden haben sie es noch probiert, aber konnten sich leider nicht durchsetzen bisher. Der Angriff ist komplett instabil gekommen, ja. Beziehungsweise Rückeroberung von Outpost. Hat hier wohl auch erkannt, wo die Hauptangriffsrichtung herkommt. Man hat sich hier auf Outpost schon so positioniert, dass man den Süd-Südosten abdeckt, wo man auch angelaufen kommt. Es ist halt die Frage, ob sie sich hier oben im Norden von Outpost durchsetzen. Wenn das halt natürlich gelingt, dann sieht es natürlich wesentlich besser aus, wenn sie dann wirklich von zwei Seiten eine Zange zuschließen können auf Outpost. Versucht man auch gerade. Es
Nur noch nicht so ganz koordiniert, wie ich es mir vorstelle, aber es läuft schon ganz gut. Schau, sie setzen Outpost schon wieder unter Druck. Sind aber auch nur noch bei 79 zu 277 Tickets. Gut, das kam jetzt durch den Flaggenwechsel, aber trotzdem. Ja. Ich meine, damit sind erstmal die Truppen, die oben auf Gabokai sind, obsolet. Ja, aber guck's an, hier unten im Süden, der Royal Tess und der Liegestuhl. Das waren im Endeffekt die zwei, die hier, vor allem am Anfang Liegestuhl, die hier außerhalb im Süden postiert waren und die Angreifer von Osten halt wirklich schön wegnehmen konnten. Während die sich natürlich auf Outpost konzentriert haben, wurden sie hier mal von der Seite immer wieder weggenommen und rausgenommen. Ja, das ist eben halt genau das. Wenn du da als Angreifer, du hast da dein Kapaun, was du angreifen willst und kriegst ständig von der Seite oder von hinten Beschuss, das macht keinen Spaß. Und das verlangsamt. Und hier haben wir übrigens schon den Top-Schützen von AK, Captain Mike. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten jemanden gesehen, der so viele Leute am Stück ausknipst. Captain Mike. Er hat jetzt hier, glaube ich, alleine drei oder vier Leute genommen. Ah, nicht schlecht. Nicht. Ja, insgesamt. Gerade haben wir hier den Score-Schützen momentan mit 12-1-14, der AK Pixel. Aber der war ja auch die ganze Zeit, wo ich geguckt habe auf Outpost, war der halt auch am immer Campen mit dabei. Halt, oder? Nee, aber der war halt immer mit, ich sag jetzt mal, da wo die Kacke brodelt, da war er. Ja. Und hat halt durchgesetzt anscheinend. Danger Freak. Ja, Gabokai, der Angriff ist natürlich jetzt komplett zum Erliegen gekommen. Da konzentrieren sich jetzt natürlich darauf, um jeden Preis irgendwie auch. Ja, diese Flagge wieder zu kriegen aus diesem Einser, der jetzt mal nicht so wichtig erscheint, aber wenn das Spiel 20 Minuten weiter ist, dann sind das 20 Tickets weniger. Und das macht dann schon was aus. Ja, schon alleine diese eine Flagge mehr zu haben, das sind ja mal eben 30 Tickets. Das macht sich auch schon bemerkbar, ne? Wenn man sie wieder zurücknimmt, gut, klar, dann hat man 30 Tickets mehr. Aber das kostet auch wieder. Das kriege ich ja nicht umsonst, das Ding. Das stimmt, ja. Und man muss natürlich insgesamt auch sagen, wenn wir uns jetzt mal die Kills auf dem Scoreboard angucken, 166 zu 86, da ist eben halt auch schon ein immenser Unterschied. Das sind jetzt gute 80 Tickets Unterschied nur durch Kills. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist schon ordentlich. Das ist sehr ordentlich. Gut, man muss natürlich schon dazu sagen, FF spielt heute mit AI. AI, ich habe mit einem vom AI vorhin gesprochen, noch MTS. Und für die ist das, glaube ich, überhaupt das erste Match in der Art. Aber sie kommen mit 18 Mann. Ich meine, das sind zwei Squads. Und Lipiana ist ja mit dabei und Lipiana hat ja einiges an Erfahrung. Boah, hier geht's ab. Lipiana hat ja einiges an Erfahrung, was Spiele betrifft. Die dritte Abteilung betreibt ja auch einen eigenen Game-Server. Ja. Also da kann man das fast nicht als Entschuldigung sehen. Aber ich glaube, dritte Abteilung auch generell recht frisch. Ne? Also von dem her, ich denke, da ist es ja einfach so auch innerhalb von einem Clan. Also bildet sich ja viel an Zusammenspiel im Laufe auch der Zeit. Ja, und genau diese Spiele sind es eigentlich, die einen Clan zusammenschweißen. Natürlich. Genau diese Erlebnisse, diese Spiele, wo man nicht hinterher sagen muss, ja, auf die Schnauze gekriegt und wir können gar nichts. Es darf auch nicht zu sehr frustrieren. Aber aber cool. Sagt man so schön. Clan in guten und in schlechten Zeiten, ja, auch man muss halt auch zusammen verlieren können. Und das, sage ich immer mal so, auch wenn man halt wirklich eine Niederlage davonträgt, halt im Endeffekt die Stärke eines Clans oder einer Gemeinschaft zeigt sich eben halt dann wirklich aus den solchen Augenblicken am meisten. Ich, ja? Du, Zevi, meine Worte, ich sag immer, eine gute Freundschaft, Kameradschaft, wie auch immer, misst sich nicht daran, wie viel Spaß man gemeinsam hat, sondern mit welcher Qualität man mit Konflikten gemeinsam umgeht. Und das ist ja ein Konflikt, wenn ich verliere. Ja, na klar, natürlich. Und sie kämpfen hier, man muss es so wirklich sagen, ungebrochen. Ungebrochen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass es schon ein bisschen eingesackt ist. Ja gut, das sind jetzt eben halt auch die Tickets. Naja, ne? Man will nichts mehr verschwenden. Ja, genau. Das ist so. Ja klar, aber die Milita ist eben halt, ich habe das ja gar nicht am Anfang mitbekommen, ich habe sie die ganze Zeit wie Russen gehalten, ich hätte lieber mal genauer nachschauen sollen. Ja, ich habe gedacht, lass sie doch mal in sein Schmuckele-Loch reden. Ja. wie es halt so ist, eine AK und T-62 werden schon die Russen sein. Ja, ja. Ja, aber Sammy, ich verzeihe dir das, du hast keine Erfahrung bei Squad, du bist gerade neu dabei, du hast kaum Spielstunden. Genau. Ich bin auch nicht der Spieler, ich nur kommentieren. Das ist auch das Einzige, was du wirklich kannst. Genau. Ja, man hat hier unten noch einen BMP, ist das glaube ich. Ja, ein BMP, das sein. Ja, aber auch jetzt komplette Ruhe fast hier auf
auf Outpost. Ich glaube, dass man das relativ aufgegeben hat. 43 oh. Tickets. Hm. Ich schleicht sich hier gerade am BMP an. Okay. Und hat ihn auch gehittet. Jawohl, er hat als T-Schütze unten den BMP. Er ist aber nicht getrackt. Aber er ist schon stark beschädigt im Südwesten von Outpost ist das. Das heißt hier die Militia, die kreuzen gerade noch mit Fahrzeugen rum und versuchen das noch rumzureißen. Beide PMPs sind jetzt hier unterwegs im Süden. Ob ihnen das etwas bringen wird, man braucht Infanterie auf der Flagge. Das ist ja genau das. Ja, ja. Und das ist halt auch immer das, ja, du kannst mit einem Fahrzeug zwar einen Compound leerfegen und FOPs kaputt machen, aber du brauchst halt dann Leute auf der Flagge, um das Ding zurückzunehmen. Auf jeden Fall. Und auch jemand, der halt reingeht. Mit Fahrzeugen kann man gut feindliche Bewegungen und Schach halten, Logistik auseinandernehmen, Bewegung generell verlangsamen oder einschränken. Aber halt wirklich in die Compounds reingehen, da brauchst du Infanterie. Das ist immer. Ja. Ja, es ist ruhig geworden. Sehr ruhig, ja. AK fühlt sich hier wie zu Hause auf Outpost. Ich glaube, die haben da sich schon eingerichtet. Gardinen und so sehe ich auch schon am Start. Ja, ja. Ja, und Stage-Diver macht gerade alles andere, als von irgendeiner Bühne zu hüpfen. Der steht hier gemütlich auf einer Bühne und deckt den Südosten ab. Ja. Ja, AK gibt ja auch gerade durch im Squad Leader Channel, sie brauchen unbedingt Leute auf der Flagge. Weil das Problem ist tatsächlich, aktuell sieht es nicht so aus, aber man sieht halt, es finden rundherum verteilt überall Kämpfe statt. Die Verteidiger, die jetzt sozusagen auf Outpost wollen, genauso wie auch die Angreifer, die sich draußen treffen und sich außerhalb wegknallen. Und AK direkt auf Outpost hat mehr oder weniger eigentlich gerade ihre Ruhe. Und ja, aber so kann man, so macht das. Das predigen wir ja immer wieder, sowohl du als auch ich. Ein paar Leute auf der Flagge, der Rest außenrum zirkeln. Ja. Das ist ausreichend. Aber ja, ich sehe auch schon AK hier, die sind hier mit 2, 4, 5 Mann, wenn ich es richtig sehe, auf Outpost. Mehr brauchst du nicht, dass da alle Seiten abgedeckt. Ja, richtig. Und das Problem ist natürlich ja, dass Angreifer, der Verteidiger, weiß ja, dass du auf das, wo du drauf willst. Ja, klar. Weil die können deine Bewegung mehr oder weniger vorhersehen, ein Stück weit. Wie der Verteidiger der draußen rumzirkelt, da weiß der Angreifer halt nicht, dass jederzeit von der Seite hin dann ungemein verunsichert und dann kriegt man keinen richtigen Speed rein, keinen richtigen Druck in den Angriff. Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen korrekt. Ja, und jetzt sehen wir aber hier, Hammerfaust ist mit Falke, Lipiana, sind die, kommen die? Guck mal, die kommen jetzt schon hier wieder ran. Das hier. Ist natürlich hier, das ist natürlich halt die andere Gefahr. Ja, siehste. Ja. Du hast 5 Leute halt nur auf der Flagge und wenn du da einen dabei hast, dann... Und alle, also, fast alle weg, bis auf einen alle weg. Richtig. Aber wenn du natürlich 1, 2 gute Schützen hast, die wir gerade einen guten Lauf haben, nehmen die eben doch mal eben alle 5 in der Verteidigung weg, ne? Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, hier wurde wirklich vergessen, die Rundumverteidigung zu machen. Man hat die wirklich alleine gelassen auf der Flagge und hat nicht irgendwie außen wenigstens 1 oder 2 außen irgendwo auf den Felsen, auf den Steinen gelassen, um entweder den Feind rechtzeitig zu erkennen oder ihn dann eben auch wegzumachen beim Betreten des Compounds. Ja, jetzt wird zurückgekappt, vermute ich gleich, in kürzester Zeit. Wobei hier in dem Gebäude wurde aufgehoben. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Ja, nee, jetzt ist vorbei. Satz mit X, das war nix. Also jetzt wird der Compound hier zurückgenommen. 18 Tickets noch. Was ist denn damit? Was hat denn damit mit 20 Tickets zu Buche geschlagen? Ah! Gute Frage. Ist warte mal. Vielleicht? Nee, sind noch beide im Süden unterwegs. Ja. Beide BMPs. Ich habe keine Ahnung, was hier zu Buche geschlagen hat. Wurde da noch eine FOP rausgenommen, aber die ist doch nicht mehr so teuer. Ja, eigentlich nicht. Den Tickets, glaube ich. Haben wir jetzt was verpasst, alle beide? Na gut, aber jetzt im Militia könnten natürlich, wenn sie es rückerobern, kriegen sie wieder Tickets dazu. Und das Ding kannst du eben halt auch ganz schnell umdrehen. Das kennen wir alle. Haben Terminal, bei 14 Tickets. Pff, ja, 14 Tickets. Ja, man steckt nicht drin, aber trotzdem.
Aber da hätten sie jetzt schon den nächsten Squad irgendwie logistisch organisieren müssen auf Gabokai. Ja, das wäre jetzt natürlich krass gewesen. Hättest du jetzt einen Militia-Squad auf Gabokai gewesen, hättest die Fob direkt blockiert und hättest jetzt sozusagen durchcappen können. Das geht nämlich ganz schnell, wir kennen das alle. Wie schnell drehen sich die Spieler auf einmal um, ja? Wo dann doch auf einmal der Feind wieder die Flagge cappt und hat dann schon Leute vorne auf der nächsten Flagge. Ne? Ja. Aber das sieht gerade nicht danach aus. Auf Gabokai ist nichts los von Militia-Seite. Das heißt, sie werden hier die Outposts zurücknehmen können, aber mehr Ambition gibt es da aktuell nicht. Nee. Ja, wird es auch nicht mehr geben. 12 Tickets. Man kann momentan den Gegner auch nicht mehr, also man kann momentan die Engländer nicht mehr so schädigen, dass es wirklich richtig wehtut. Nee, das stimmt. Man müsste außen rumlaufen, die beiden Fobs abschrauben, dann wären es nochmal, weiß nicht, was ist eine Fob momentan? 10 Tickets? Ich glaube 10, ja. Das wären dann nochmal 20 Tickets, aber boah, 230, ja, 9 Tickets left. Da kann man noch Vorsprung. Ehrenvoll, ja, das kann man noch ehrenvoll ausverteidigen, wenn die noch umfallen. Ah, Outpost neutralisiert, das müssten sie jetzt sehr schnell kippen und das sind dann auch nur noch ein paar Tickets. Da darf keiner mehr aufgeben, keiner mehr umfallen, keiner mehr ausbluten. Sonst gibt's ja, hier... Ja, gut, man steckt nicht drin, du hast schon recht. Da war ja aber gerade bei den Briten Verteidigung von Outpost, ja, war gerade, die haben außenrum verteidigt, ja, haben auch die Militia gut aufgehalten, aber sind dann anscheinend doch zu weit weggegangen von der eigentlichen Verteidigung, so dass Outpost hier tatsächlich eben halt nochmal gefallen ist, ne? Die waren ja wirklich da mit ihren 5 Feinden auf Outpost einfach verlassen. Wo ist Munition? Und allein. Ich baue es gerade auf. Ja. Und AI war auch schon, AI war mit FPF auch ganz schnell wieder eine neue FOP gesetzt hier auf Outpost. Also das ist schon 9 Tickets. Sie kriegen dann nochmal ein paar Tickets dazu. Das ist schon richtig. Ja, also, aber wir... gerade gar nicht wie viel? 20 oder wie viel ist denn? Oh, das ist gar ich weiß nicht, 40 glaube ich ist es. Das ist ja nicht. Irgendwas zwischen 20 und 30. Ja, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich vergesse es. Ich spiele jetzt so lange Squad und ich merke mir das irgendwie immer nicht. Es hat sich auch gefühlt 10 Mal gerne. Also, ja, ist das so? Ja. Ich glaube schon, ja. Fahrzeuge und sowas angeht, da hat sich doch schon viel was Tickets angeht. Oh, 8 Tickets, jetzt müssen sie aber gucken, dass sie wegkommen. Und da unten ist ein Feindpanzer im Süden. Wenn der jetzt kommt und den BMP wegholzt, dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und das ist ein Schuss, wenn es doof geht. Ne? Ja. Aber der BMP, es wurde schon gemeldet, anscheinend von der Infanterie. Also der BMP hat hier einfach schon mal in der richtigen Folge. Es ist vorbei. Ja, das war die Hinrunde, liebe Jungs. Zervi, vielen Dank. Wir sehen uns spätestens bei der Rückrunde wieder. Ja, so ist es. Also, wir können noch mal ganz kurz gucken. Gucken wir mal über die Stats. Ja, man sieht hier schon. Also, da killsmäßig war da ganz schön was drin. Was ist das für eine Mechanik? Also naja, klar. Naja, klar. Ja, aber man muss auch sagen, die Milizen sind eben halt bewaffnet. Tatsächlich die Russen.